Das ist der superschnelle IMAX Babyhook R Pro 4 Zoll FPV Racer. Geflogen mit dem Taranis X9D Sender und der HDO Brille. Auf den ersten Blick sieht der Babyhook wie der kleine 2,5 Zoll IMAX Babyhook. Die gleiche rote Haube mit dem kleinen 20x20 mm Stack. Starke IMAX RX 1606 Motoren mit 3300 kV sind eingebaut. Die robusten 4 Zoll Propeller sind die IMAX FM. Innen ist ein F4 FC eingebaut mit 35 Ampere ESCs, die D-Shot 1200 können. Vorne sitzt eine gute KDX S1 CCD FPV Kamera, die an einem Videosender mit 25 bis 200 mW angeschlossen ist. Der IMAX 4 Zoll Racer ist rasant schnell und das, was ich richtig gut finde, ist, dass der Racer super gut durch IMAX eingestellt ist. Er fliegt sofort butterweich und lässt sich präzise steuern. Ein FRSKY D8 Empfänger ist eingebaut, der so gerade ausreichend ist. Man kann aber andere und bessere Empfänger einbauen. Eigentlich habe ich den IMAX Babyhook nur gebunden an meinen Taranis X9D Sender und habe unter Betafly die Schalter konfiguriert. Die Betafly 405er ist auf dem F4 FC installiert. Zum Fliegen benutze ich den mitgelieferten guten IMAX 850 mAh 4S 80C Akku. Trotz dem guten Akku merkt man deutliche Spannungssenkung beim Vollgasgeben. Wahrscheinlich wäre hier ein 1000 mAh Akku noch besser, aber auch schwerer. Die KDX S1 Kamera liefert ein super gutes Bild, welches keine Störungen von den Motoren aufweist. Der 850 mAh Akku reicht gerade so für 3,5 Minuten aggressiven Flug. Die Akkuwarnung sollte man auf 3,2 Volt runtersetzen, sonst bekommt man ständig die Low Battery Warnung bei Vollgasgeben. Alle Loopings gelingen perfekt. Der Babyhook R Pro 4 fliegt viel besser als ein 3 Zoll Racer wie der Dayton GTR 349. Ich denke, in erster Linie liegt es an den größeren Propellern. Trotzdem ist der 4 Zoll Racer viel wendiger und aggressiver als ein 5 Zoll Racer. Der IMAX Racer wiegt gerade 166 Gramm und mit den 850 mAh 4S Akku sind es 263 Gramm. Mir gefällt der IMAX Babyhook sehr gut und kann den jedem empfehlen. Mal wieder ein super Produkt von IMAX und ein richtig schneller Racer. Optimieren könnte man den IMAX, wenn man die lineare Antenne und den FRSKY Empfänger austauscht. Viel Spaß beim Fliegen!